Bereit, Dex? Soll das ein Witz sein? Ich hab das Fort schon verlassen. Ihr nehmt jeder ein anderes Relikt. Wenn Talon recht hat, müsst ihr sie in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Hoffentlich ist er klüger, als er aussieht. Ich hätte das schon im Vorfragen sollen. Aber wenn Gestalterrelikte Leute verschwinden lassen, was schützt uns davor, genauso zu enden? Nichts. Aber Tante Caldea meint, dass die Vorfälle in kurzer Folge passieren. Das letzte verzeichnete Verschwinden ist einen Monat her, also sollten wir sicher sein. Die Betonung liegt auf sollten. Wir haben das erste Relikt gefunden. Es ist größer als erwartet. Ja. Meins sieht aus wie ein riesiges Ventil? Faye, was jetzt? Einen Moment. Ich empfange instabile Energiewerte von unten. Für Dex ebenso. Ich glaube, du musst es eindämmen, um das Ventil zu aktivieren. Okay, wie mache ich das? Alter, Ausschau nach einem kleineren Relikt. Es müsste... Ist es dieses... Leuchtet explosionsmäßig aus? Um genau zu sein, ist es bereits explodiert. Wir müssen die Fragmente finden. Wird erledigt. Fliegt nicht in die Luft. Jetzt, Dex! Wow! Okay, wir sind immer noch da. Glaube ich. Ich sehe noch keine große Veränderung. Aber Talon hat noch zwei Relikte markiert. Also los! Das zweite Ventil ist in der Nähe. Ich spüre eine ähnlich instabile Energie an der Basis der Struktur. Muss noch ein Relikt sein. Dex, du weißt noch, was zu tun ist? Die funkelnden Dinge einsammeln und dann am Gottbeidings zusammensetzen. So ähnlich. Wir haben das instabile Relikt gefunden, aber auch mehr Scar. Schon wieder Scar? Echt jetzt? Echt jetzt. Oh. Sind bei dir etwa keine? Die Antwort willst du nicht hören. Faye, gibst du mir absichtlich die schwereren Relikte? Du warst näher dran, mehr nicht. Du aktivierst das Relikt, danach folgt Dex. Okay.
Irgendwas habt ihr definitiv ausgelöst. Etwas Gutes? Kann ich noch nicht sagen. Eine gewaltige Energiequelle ist erschienen, als Dax ihr Relikt aktiviert hatte. Dann gehen wir dahin. Wir treffen uns dort, Dax. Roger. Ich bin nicht wohl, du musst nicht. Vergiss es. Hey, Dax? Die Energiequelle kommt aus dem Inneren der Gießerei. Ich gehe rein. Ich bin gleich da. Du klingst außer Puste. Meine Glücksspirale ist vorbei. Jetzt sind die Ska endlich auch bei mir aufgekreuzt. Mach weiter. Ich pack das. Drecksarbeit erledigt hat. Wir übernehmen jetzt. Helen, nett von dir vorbeizuschauen. Bringen wir es zu Ende. Er hat ein Schutzschild. Also was soll ich machen? Setze seine Munition gegen ihn ein. Siehst du diese Sprengsätze? Wenn wir seinen Schildgenerator zerstören, wird Helen verletzbar. Moment, Helen ist da? Oh, ständig verpasse ich das Beste. Noch kannst du dazu stoßen. Ich würde ja gerne, aber diese Ska hier sind richtig fies. Bleib ja am Leben, sonst muss ich dich rächen. Vermeide die untere Ebene. Das Zeug spielt deinem Javelin übel mit. Sein Schutzschild nicht durchdringen. Kümmere dich erst um den Generator. Ja, schon gut. Sätze vorbereitet sind. Lass die Gesetzlosen nicht dazwischen funken.
In Deckung gehen für die Zündung. Schild ist deaktiviert, aber ich fürchte, die Explosion hat die Gießerei destabilisiert. Die Energie hier drin ist völlig außer Kontrolle. Darum kümmern wir uns nachher. Das war's mit Helen. Ich hätte zu gern sein Gesicht gesehen, als er... Ihr wisst schon. Wie hat er uns überhaupt überholt? Er hat gewartet, bis wir die Ventile aktiviert haben und ist dann reingerutscht. Gerissener Bastard. Keine Komplimente für diesen... Ein Moment! Bin in ein Wyvern-Nest gestolpert. Bin gleich da. Ah, typisch Dex. Na? Werden immer stärker, je weiter wir gehen. Es ist ein Wunder, dass ich die Energiequelle noch verfolgen kann. Und das waren wir? Mit der Explosion? Du warst das. Ich bin unschuldig. Ausnahmsweise.
Energiequelle, Faye. Die Explosion könnte einen betriebssicheren Modus aktiviert haben. Also ist die Energiequelle was? Weggesperrt? Davon gehe ich aus. Sieh dich nach etwas um, das sie entsperren könnte. Wir haben etwas gefunden, das nach einem Kontrollgerät aussieht, aber es reagiert nicht. Es ist mit diesen Scheiben verbunden. Vielleicht brauchen wir eine Art Schlüssel? Ich sehe mich mal um. Ich glaube, ja, du bekommst Gesellschaft. Links von dir ist einer. Danke. Rechne mit allem. Entschuldigung, dummer Wyvern. Halt still, damit ich dich abschießen kann. Ah, hab ihn. Freelancer, ich hab ihn. Herzlichen Glückwunsch. Freelancer, ich spüre weitere Lebensformen.
Ist es Talon? Was? Nein, Dex. Er ist tot. Faye meinte, rechne mit allem. Ach, nicht mit Absurdem. Die Scheiben sind irgendwie mit der Energiequelle verbunden. Ich weiß es genau. Untersuche die Scheiben, Freelancer. Ich glaube, sie sind der Schlüssel, um die Energiequelle zu finden. Ich analysiere den Raum. Außer diesen Scheiben ist nichts mit dem Gerät, was wir gefunden haben, verbunden.
gleiche Geräusch wie vorhin, als wir die Ventile aktiviert haben. Das ist doch gut, oder? Möglicherweise. Die Werte haben sich stabilisiert. Überprüfe das Kontrollgerät. Sollten wir nicht auf Decks warten? Mach ruhig. Dummer Wyvern-Atem hat mein Javelin zum Überhitzen gebracht. Ich bin fast da. Alles oder nichts. Geschafft. Oh. Evakuierungsläufer. Ich freue mich schon auf das Gesicht des Kommandanten. Zehn Jahre. Ich habe viel verpasst. Freelancer, schau, wen ich gefunden habe. Cardia Dell, dir verdanke ich also die Freiheit. Darf ich fragen, wie es dort drinnen war? Es war ein Nebel aus Zwielicht. Aber ich war ja nicht allein. Und du bist nicht einen Tag älter. Die Zeit hat dort keine Bedeutung mehr. Es ist schwer zu erklären, aber ich durchlebte meine Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Eigentlich, das seid ihr ja. Ich war so besorgt. Fantastisch. Freut euch, My Lady. Ihr seid die Fünfte in der Thronfolge von Antium. Was? Ich verabscheue den Hofklatsch. Doch offenbar waren mehrere Anwärter auf die Thronfolge in der Smaragdschlucht gefangen. Jetzt, wo alle zurück sind, musste die Thronfolge ganz neu geklärt werden. Bin ich noch Dritte in der Abfolge? Gute Güte, nein. Zwölfte. Fantastisch. Ich bin sicher, nach all dem Leid müsst ihr erschöpft sein und wollt schnell nach Hause. Mein luxuriöser Läufer steht euch zur Verfügung. Habt ihr es noch nicht gehört? Euer Läufer hat auf dem Landeplatz Feuer gefangen. Was? Groß, schick, in Flammen. Das ist eurer, oder? Ah. Wo waren wir? Ach ja, das klingt vielleicht ein wenig verrückt. Sie sah die Zukunft. Du und die Freelancer seid Legenden. Verrückt ist das nicht? Ja, vielleicht. In der Freiheit verblassen die Erinnerungen. Eins weiß ich aber, du änderst alles für alle Freelancer. Ob zum Guten, keine Ahnung, aber... Keine Sorge, ich werde bei dir sein. Und du lehrst mich, wie man kartografiert. Das ist ein hartes Leben, Dex. Ich meine, sieh mich an. Psch, ich mache meine eigenen Fehler. So bin ich. Aber deine Eltern werden toben, Dex. Keine Angst. Ich habe ja einen Freelancer. Danke. Für alles. Das Portal öffnet sich nicht. Check die Verbindungen zur Krone. Da passt alles. Dann stimmt was im Kern nicht. Siehst du was? Alles bestens. Nein, nein, hau ein paar Mal dagegen. Ich soll das Ding verprügeln, damit's geht? Glaub mir. Ist ein alter Freelancer-Trick. Herrlich. Ich mach schon. Wie ist die Verbindung jetzt, Tarlak? Nichts. Verdammt. Oh, nichts.
Funktioniert nicht. Check nochmal die Krone. Vielleicht liegt da der Fehler. Ich habe alles tausendmal gecheckt. Das Ding hat was gegen mich. Halleck. Vielleicht liegt es nicht am Javelin. Dieser Schrotthaufen gefährdet unseren ganzen Plan. Wir müssen die Mission verschieben, bis er läuft. Halleck. Ich finde schon noch Lancer, die uns begleiten. Wie viele Freelancer waren in dem Sturm dabei? Du brauchst da drin jeden einzelnen Mann. Halleck. Ich krieg das Ding zum Laufen oder ich schmelze es ein und nehme es als Briefbeschwerer. Halleck. Wie lange geht das schon so? Zuerst jeden Tag, dann einmal im Monat. Der letzte Versuch ist ein halbes Jahr her. So lang? Es ist nicht der Javelin, oder? Nein! Manchmal kann er ihn beinahe steuern, dann wieder überhaupt nicht. Ich warte und warte. Wie meinst du das? 23! Was? So viele Leute waren letztes Mal im Herz des Zorns dabei. 20 Lancer und 3 Krypta, alle fast vernichtet durch die Hymne. Danach wird's keiner mehr versuchen. Ist ja auch kein Wunder. Niemand außer mir und Halleck. Er war mal der Beste. Du warst da, du warst dabei, erinnerst dich. Ich erinnere mich an wirklich jeden einzelnen Verlust. Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört, die Hymne. Nur ganz kurz in dem Sturm. Und da hab ich alles verstanden. Und seitdem höre ich jeden Tag, jede Sekunde so ein Flüstern. Und es ruft mich, es zerrt an mir und es zerreißt mich beinahe. Faye? Ich bin froh, dass du hier bist. Kümmer dich um ihn. Hört zu.